Habt ihr eigentlich schon mal versucht, mal einfach so an nichts zu denken? Vertraut mir, das ist ultra schwer. Man denkt einfach immer an irgendwas, selbst wenn man es nicht will. Erst recht, wenn man es nicht will. Denn sobald ihr wisst, dass ihr etwas nicht denken wollt, denkt ihr automatisch einfach dran. Okay, wir machen ein kleines Spiel, okay? Und zwar, ihr schaut jetzt irgendeinen Gegenstand außer eurem Zimmer die ganze Zeit an und denkt einfach an gar nichts. Viele denken wahrscheinlich, das ist für mich normal, an nichts zu denken, aber nein, ich kann auch ab und zu mal denken. Ich weiß, das ist unwahrscheinlich, aber das ist die Tatsache. Okay, ich schaue meine Snickers-Eispackung an und denke jetzt einfach mal an gar nichts. Verloren. Nun, wie ihr alle wisst, ich wollte mir einen Laptop bestellen und ich habe sehnsüchtig nach ihm gewartet. Die Story begann so montagabends um 5 Uhr morgens. Bin ich zu Amazon gegangen und dachte mir, wieso bestelle ich nicht einfach mal einen Laptop? Nun, ich hatte extrem Lust auf einen Laptop, denn mein PC braucht mal wieder eine Freundin. Ich denke sogar an die Gegenstände in meinem Zimmer, so nett bin ich. Naja, Montagabend bestellt und natürlich in der Zeit, wo ich etwas bestelle, ist Mittwoch ein Feiertag. Was ist an Feiertagen? Natürlich, da arbeitet niemand. Nicht mal Amazon, die faulen Schweine. Nun, ich muss ehrlich gestehen, in diesen 3 Tagen habe ich einfach nur die ganze Zeit gewartet und ich hatte nichts Besseres zu tun, als auf diesen Laptop zu warten und Snickers essen und zocken und ficken. Am Donnerstag sollte der Laptop ankommen und was ist, er ist nicht da. Wie war natürlich meine Reaktion dazu? Aber gut, Leute, es kann mal passieren, dass sich ein Laptop verspätet. Ich meine, ein Laptop hat ja keine Beine. Wie soll er denn so schnell zu mir kommen? Also warte ich einfach bis Freitag und denke mir, okay, Amazon hat auch ihre Fehler, obwohl ich sogar 5 Euro mehr bezahlt habe, dass der Laptop gleich mit dem Morgenservice ankommt. Naja, einige denken jetzt wahrscheinlich, ich nehme Drogen und damit habt ihr vollkommen recht. Allerdings ist der Laptop am Freitag auch nicht angekommen. Nun, ich habe mir angefangen, Sorgen zu machen und ich dachte, dem Laptop ist irgendwas passiert, was ich nicht übers Herz bringen konnte. Ich habe natürlich sofort bei Amazon angerufen und das sah so aus. Ja, guten Tag, mein Name ist Danny. Hören Sie zu, ich weiß zwar, dass Sie Drogen nehmen. Ich meine, ich nehme auch Drogen und es ist vollkommen in Ordnung. Aber ich habe vor ein paar Tagen bei Ihnen einen Laptop bestellt. Wo ist der? Wie, Sie konnten das Geld nicht abbuchen? Es sind doch nur 3000 Euro. Wie jetzt? Ich bin geldgeil. Hören Sie mal zu, ich habe den Morgenservice sogar bestellt für 5 Euro extra. Wo ist mein Laptop? Sie können das Geld nicht abbuchen, weil sich eine Sperre auf meiner Kreditkarte befindet. Ich muss erstmal die Sparkasse anrufen, damit die Sperre beseitigt wird. Und ich darf in der Zeit keine Drogen mehr nehmen und kein Snickers-Eis mehr essen. Sag mal, ich spinne doch. Wissen Sie was? Ich werde jetzt bei der Sparkasse anrufen und dann komme ich wieder. Glauben Sie mir. Nun, ich habe bei der Sparkasse angerufen, noch am genau selben Tag. Das sah dann so aus. Ja, guten Tag. Mein Name ist Danny und ich mag Snickers-Eis. Also das Problem ist einfach, ich habe mir gerade vor circa mehreren Tagen ein Laptop bestellt. Er war ein bisschen teurer. Circa 3000 Euro. Sie wissen ja, YouTube-Money. Nein, ich nehme keine Drogen. Wieso fragt mich das jeder? Auf jeden Fall, ich habe mir den Laptop bestellt und er kann nicht ankommen, weil sich eine Sperre auf meiner Kreditkarte befinden. Könnten Sie bitte diese Sperre beseitigen? Okay, morgen um 11 Uhr mit Frau Milf einen Termin. Okay, Frau Milf, ich freue mich auf Sie. Halten Sie alle steif und nehmen Sie nicht so viele Drogen, denn das mache ich schon. Bis dann. Mit Frau Milf ein nettes Gespräch gehabt und morgen um 11 Uhr ein Termin. Naja, morgen war heute Morgen, also gestern quasi, weil das Video ja morgen hochkommt. Also gehe ich doch einfach zu Mrs. Milf und habe einen Termin mit ihr. Naja, auf nähere Details will ich gar nicht eingehen, allerdings war das wirklich eine Milf. Also jetzt wirklich, wirklich. Naja, ich bin angekommen und sage natürlich, ja, guten Tag, ich bin derjenige, mit dem Sie Telefonsex hatten. Es geht um mein Konto. Könnten Sie bitte meine Kreditkarte entsperren lassen, damit ich den Laptop kaufen kann? Natürlich, Herr Burnitz, nehmen Sie doch Platz. Können Sie mir mal bitte einen Moment nehmen, wo ich Platz nehmen wollte? Herr Burnitz, wir wissen ja alle, Sie hatten einen stressigen Tag, aber das lässt sich auf jeden Fall beseitigen. Viele Kunden von mir, die lange schon keinen Sex hatten, die sind so doof wie Sie. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Hören Sie zu, Frau Melf, ich bin nicht hier, um meine Sexprobleme zu beseitigen. Aber ja, es stimmt, ich habe welche. Das Einzige, was ich will, ist einfach nur, dass Sie mein Konto entsperren, damit ich ja nicht meinen Laptop bekomme. Denn das ist das, wofür ich die letzten 3 Tage gelebt habe. Also bitte tun Sie mir doch den Gefallen und haben Sie Sex mit einer Ihrer anderen Kunden. Sie können mir aber gerne Ihre Telefonnummer hinterlegen, vielleicht rufe ich nochmal an. Ja, Herr Burnitz, Paragraph 5721 sagt aber, dass ich Ihre Kreditkarte nicht entsperren kann. Und wieso nicht? Naja, Sie haben die letzten 3 Tage keine Drogen mehr genommen. Außerdem haben wir keine Gewerbeanmeldung von Ihnen gesehen. Das bedeutet also, dass Sie erstmal die Gewerbeanmeldung vorzeigen müssen. Kann ich Ihnen nicht einfach meinen Penis zeigen? Das können Sie natürlich auch gerne tun. So, sie hat mir gesagt, dass ich einen neuen Termin bekomme und ich habe natürlich gefragt, wann. Ich habe ihr natürlich gesagt, ich habe es eilig, deswegen habe ich sie gebeten, mein Konto zu entsperren. Frau Milf war natürlich so nett und hat mir am selben Tag in einer anderen Sparkasse in der Stadt einen Termin mit Herr Callboy gemacht. 4 Stunden sind vergangen und ich fahre in die Stadt. Natürlich hatte meine Bahn natürlich noch eine Verspätung, genau in der Zeit, wo ich einmal im Jahr mal in die Stadt will. Ich gehe zur Sparkasse, die ich erstmal suchen musste, dann bin ich da. So sah meine Story aus. Ja, guten Tag, mein Name ist Danny und ich komme, um meine Kreditkarte entsperren zu lassen. Ja, Herr Danny, aber Sie sehen doch gerade, ich zocke
zocke doch gerade PS4. Aber Sie können gerne zu meinem Kollegen gehen, denn der nimmt gerade Drogen. Ich habe meine täglichen Drogen schon genommen, ich brauche keine mehr. Alles klar, vielen Dank. Was mache ich? Ich gehe zu dem anderen Kollegen. Er ist natürlich am Heroin nehmen und ich frage ihn erstmal: Entschuldigung, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unhöflich, wir sind hier bei der Sparkasse und alles ist hier sehr sozial. Aber könnte ich vielleicht auch was abhaben? Klar, nimm alles. Ja, vielen Dank für das Angebot, darauf werde ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Aber meine Frage ist jetzt allerdings: Könnten Sie vielleicht mein Konto entsperren? Denn, ja, ich will mir einen Laptop bestellen. Ja, natürlich, Herr Börnitsch, warten Sie einen Moment. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, ich hab's ja schon mal gesagt, aber weil Sie ja gerade auf Drogen sind, ich will mein Konto entsperren lassen, damit ich mein Laptop bestellen kann. Ja, Herr Börnitsch, das ist natürlich kein Problem, aber Sie müssen erstmal ein paar Verträge unterschreiben. Alles klar, dachte ich mir. Ich meine, ich bin 19, ich kann mittlerweile meine eigenen Verträge schreiben. Gibt es die auch in Deutsch? Jetzt mal ehrlich, wenn ihr euch so einen Vertrag der Sparkasse durchliest, ihr denkt, das ist eine andere Sprache. Ich habe natürlich den Mann auf Droge gebeten, mir die Verträge auf Deutsch zu geben. Nein, aber die gibt's auf jeden Fall noch auf Kurdisch. Ja, ich denke, ich bevorzuge gerne noch eher Kurdisch. Okay, hier. Ich hätte da noch mal eine kleine Frage an Sie. Was gibt's denn, Herr Käse? Könnte ich vielleicht auch was von Ihren Drogen abhaben? Klar, viel Spaß. Vielen Dank. Das ist Salz. Mein Jux. Unterschreiben Sie. Alles unterschrieben. Gut, vielen Dank, Herr Käse. Ihr YouTube-Kanal wird in 2 Tagen gelöscht. Nun, ich muss sagen, das Ganze hat ein ziemlich gutes Ende gefunden, denn endlich bin ich in der Lage, mehr als 500 Euro auszuzahlen. Ich kann mir den Laptop bestellen und ab heute sollte er bestellt sein. Natürlich bin ich der Boss und habe natürlich den Morgenservice gleich bestellt, deswegen kommt er wahrscheinlich am Mittwoch gleich an. Das war die Story meines heutigen Tages. Ich hoffe, euch hat es gefallen, einen Ausschnitt meines Lebens zu sehen. Wenn es es getan hat, könnt ihr es mir am besten zeigen, wenn ihr dem Video einfach eine positive Bewertung gibt. Und mir doch einfach in die Kommentare schreibt, wie viel Drogen ihr so am Tag nimmt. Und ich gehe jetzt weiterhin meine Drogen nehmen und Snickers als Essen. Also jetzt wirklich, wirklich. Herr Börnitsch, wir wissen alle, Sie hatten einen Stechen. Herr Börnitsch, wir wissen alle, Sie hatten einen Stechen. Ja, also ich hab's ja schon mal gesagt, aber weil Sie ja gerade auf...